Unsere nächste Sprecherin hat Technik studiert, war über viele Jahre in der Forschungsförderung der nationalen und internationalen tätig und ist seit 2010 Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds. Frau Theresia Vogel, bitte sehr. Ja, einen schönen guten Morgen. Von meiner Seite aus, bevor wir uns einen kleinen Film anschauen, möchte ich einfach nur sagen, es ist wunderbar, wenn uns die Politik starke Visionen gibt. Danke dafür. Es ist wunderbar, wenn wir über Projekte reden. Aber es ist natürlich noch besser, wenn wir diese Projekte auch realisieren. Und dafür brauchen wir nicht nur die Politik und Förderungen, die wir vergeben, sondern dafür brauchen wir Umsetzer und Umsetzerinnen, dafür brauchen wir Sie alle. Wir brauchen Ihre Mithilfe in jeder Kommune, damit wir den Weg gemeinsam gehen können. Und ich würde jetzt wirklich die Technik bitten, den Film, der vorbereitet ist, einmal abzuspielen, weil dann kann ich noch ein bisschen was dazu sagen. Schauen wir, ob das jetzt funktioniert. Die Zukunft ist ein bisschen länger als das, vielleicht versuchen wir es noch einmal. In der Zwischenzeit darf ich Sie anderweitig unterhalten. Wie gesagt, vom Reden zum Tun und zum Umsetzen. Ich würde bitten, Sie kümmern sich da hinten darüber, dass das funktioniert. Vielleicht klappt es ja dann. Ich möchte nur sagen, alles, was gesagt wurde, ist natürlich richtig. Aber wir in Österreich haben nicht nur die Idee gefasst, da einen Beitrag zu leisten, sondern es gibt bereits konkrete Projekte. 60 Smart Cities Projekte in Österreich sind am Laufen. 30 Städte und urbane Regionen sind dabei, sich in die Zukunft zu bewegen, sind unsere Pioniere der Energiewende. Das ist für uns eine ganz starke Ansage. Und unser Ansatz ist ja hier auch die Stadt sehr umfassend, der Herr Buch hat es auch schon gesagt, zu begreifen. Denn die Stadt ist ja, Smart City ist ja nicht nur ein Technologiethema, sondern die Stadt ist ja ein Lebensraum vor allem von Menschen. Und da gibt es natürlich viel, viel mehr als Technologie als Anforderung. Die Technologie ist für uns ein Enabler, das Backbone für das, was wir mit der Smart City alles machen wollen. Aber letztlich geht es um den Lebensraum, es geht um soziale Innovationen, es geht um Umweltqualität, es geht um Gesundheit, es geht um Lebensqualität der Menschen in der Stadt. Und da braucht es manchmal Technologie, aber nicht immer. Und all das ist in unseren Smart Cities drinnen, auch deswegen, weil wir spüren, dass sich die Bewohner und Bewohnerinnen der Städte immer stärker in diese Smart Cities-Projekte, in diese Stadtentwicklung einbinden, immer stärker daran teilhaben und nur damit wird es funktionieren. Urban Future betrifft aber auch, und das ist natürlich immer sehr verlockend, nicht nur die Megacities. Megacities, das klingt natürlich fantastisch, Städte, die im Jahr um Millionen wachsen, faszinierend. Allerdings muss man sagen, Europa ist jetzt nicht der Kontinent nur der Megacities, sondern Europa ist ein Kontinent von ganz vielen kleinen und mittleren Städten. Und in diesen kleinen und mittleren Städten ist momentan wahnsinnig viel in Bewegung. Und Österreich allein hat 250 Städte, die sind von einigen wenigen hundert Einwohnern und Einwohnerinnen bis hin zur Stadt Wien mit 2 Millionen. Und genau bei diesen kleinen und mittleren setzen wir auch an. Nicht nur, aber auch. Und ich freue mich schon sehr, dass wir dann heute in der nachfolgenden Presselounge und im Pressegespräch davon 3 Städte, die in der Kategorie Klein- und Mittelspielen vorstellen dürfen. Oberwart 7.000 Einwohner, Hallein 20.000, Größenordnung jetzt, Graz mit 300.000, das sind Projekte, die wir auch bei uns im Köcher haben. Und ich glaube, diese Projekte können schon Vorbild sein für viele von Ihnen, die Sie heute hier sind. Weil Sie werden nicht nur aus Megacities hierher kommen. Sie werden in Ihrer Stadt, die vielleicht 20, 30, 50 oder 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen hat, Projekte umsetzen wollen. Und ich glaube, da bringt es was, wenn Sie sich mit unseren kleinen und mittleren Städten vernetzen und voneinander lernen. Darum würde ich anregen, wenn man das Thema Urban Future aufgreift, es ist wahnsinnig verlockend, diese Gigastädte anzupeilen. Muss sein, keine Frage. Aber nehmen Sie bitte auch die kleinen und mittleren mit.
Ja, zuletzt, auch wir sind zum zweiten Mal hier Partner und ich möchte wirklich die Gelegenheit nutzen, dem Herrn Pavel Sutter und allen, die in seinem Team sind, auch alle anderen Sponsoren, wirklich herzlich zu danken. 1600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind wirklich ein gutes, wunderbares Ergebnis, über das wir uns sehr freuen. Gratulation an das Team, das passiert nicht von selber. Bin wirklich sehr dankbar und es freut uns sehr, hier Partner sein zu können. Vielen Dank und vielleicht klappt das mit dem Film auch noch. Die Mikro sagt, 45 Sekunden funktioniert es. Ja. Also das mache ich vielleicht einfach mit einer Frage, die, glaube ich, durchaus sehr interessant für alle ist, hier konfrontieren. Smart Cities Initiativen hier in Österreich sind ja auch eingetreten in Europa. In welcher Art und Weise lernen wir in Österreich und versuchen sie zu vermitteln zwischen dem, was in Europa und weltweit passiert und dem, was wir in Österreich wollen? Naja, ich sage mal, wir haben eine gute Arbeitsteilung mit dem Benefit. Wir realisieren Projekte in Österreich, wir stellen das Wissen bereit für Europa und das, was Europa kann und was aus Europa kommt, wird wieder in unsere Initiative integriert. Der Klima- und Energiefonds hat als erster europaweit ein einschlägiges Förderprogramm für Smart Cities gelauncht und ich glaube, damit ist Europa auf Österreich aufmerksam geworden und es war eine gute Plattform für die weiteren Aktivitäten, die dann in Urban Europe hineingegangen sind, die aber auch Beyond Europe gehen, nach Asien, in den Oman. Es gibt gerade eine große europäische Delegation, die sich in den Arabischen Emiraten und im Oman und so weiter aufhält und dort österreichische Gebäude- und Städtelösungen darstellt. Also ich glaube, es braucht einen Kondensationskeim, von dem man startet. Das konnten wir bieten, es kann nur wachsen. Ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank. Wenn ich den Gesichtsausdruck unserer Technik richtig beurteile, dann klappt das noch immer nicht. Aber wir werden den Film einspielen, bevor wir hier fertig sind. Ja? Zunächst einmal großen Applaus für Herrn Kaiser.